Das ist etwas Lustiges, das ich in meinem Leben noch nie gesehen. Was ist denn los? Der Hans. Der. Also, was ist denn mit dem Herr Hans? Der. Sie sollten doch mal gesehen, was der auf dem Kopf hat. Nein, ja. Nein. Kommen Sie raus? Moment. Es geht Ihnen gerade besser, Herr Flick. Nein, ja. So ist gut. Bleib mir noch ein bisschen her. So, Herr Flick. Sind Sie wahnsinnig? Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Es ist schon mal ein gestorben am Zwielaufen. Also besser als am Pfefferleck, das brennt. Hey. Meine Großmutter hat es immer gesagt. Aus einem Lächeln gibt es ein Bächli. Was ist denn so furchtbar lustig? Ja. Der Hans hat eine neue Frisur. Ja, also das ist doch nicht zum Lachen. Warte ab, wenn du den siehst und das verjagt ihn nicht innerhalb von 30 Sekunden, dann wasch ich 3 Wochen lang ab. Inklusiv angehackte Pfanne? Sogar mit anbrennter Rösti. Aber wenn du nicht durchhebst, bist du dran. Die Wette kann ich gar nicht verlieren bei dieser Frise, die der Hans hat. Da kommt er. Guten Morgen miteinander. Ist etwas? 5, 6, 7, 8, 9. Was zählst du? 10. Was meinst du, Friedi, wer muss abwaschen? 13, 14, 15. Fällt euch etwas auf an mir? Nein, nein, mir fällt nichts auf. Schon gar nicht ihre Haare. Und ihr? 21, 22, 23, 24. 25, 26, das ist gemein. 29, 28, 29. Viel Spaß beim Abwaschen. Katzi? Allweg ist mir wenig Pfeffer in die Nase gekommen. Also schön, wenn euch allen zusammen nichts auffällt. Ich habe eine neue Frisur. Was du nicht sagst? Tatsächlich. Ja, jetzt, wo du sagst, sehe ich es auch. Ich habe mir überlegt, man ist doch seinem Alter nicht wehrlos ausgeliefert. Man kann etwas unternehmen dagegen. Herr Hans, ich will Ihnen ja nicht reinreden, aber meinen Sie nicht, Sie seien jetzt ein wenig gar blond? Wieso? Das ist genau die Haarfarbe, die ich früher einmal hatte. Wenn früher vor 200 Jahren. Als Baby. Als Baby bin ich so blond gewesen. Ja, herzig. Wolltest du wirklich heute so arbeiten? Wieso nicht? Es ist für deine Gäste vielleicht ein bisschen. Ein bisschen was? Ein bisschen ungewohnt. Ich meine, die kennen dich doch Kinder mit grauen Haaren. Meine Haare sind nicht grau. Jetzt nicht mehr. Dann sei mir meliert. Oh, du könntest doch Mitglied werden in dieser Partei. Wie heissen sie? Die melierte Band. Wolltest du da damit sagen, dass ich ein alter Mann bin? Nur weil ich allmählich auf die 50 zugehe. Ja, wahnsinnig allmählich, wenn es morgen so weit ist. Also, wieso macht ihr alle zusammen so ein Geschiss wegen dem blöden Geburtstag? Was? Wir machen das Geschiss? Ja, ich einmal sicher nicht. Hans, also, gestern haben sie sich schon ein bisschen aufgeregt. Was? Ich habe mich aufgeregt? Ich rege mich überhaupt nie auf. Ich bin der ruhigste Mensch auf dieser Welt. Ausgeglichen, geradezu apathisch. Aber wenn von Leuten anderen mehr geredet wird, wenn man den ganzen Tag nur noch mal hören muss, 50, 50, 50, dann kann der ruhigste Mensch, mal seine Nerven verlieren. Aber bitte, bitte, bitte. Wenn ihr mich unbedingt kaputt machen wollt. Ja, macht nur, macht nur. Und die grösste Gemeinheit ist, dass ihr alle zusammen sagt, ich mache hier so ein Geschiss wegen meinem Geburtstag. Dabei ist mir vollkommen egal. Komplett gleich.
pfeife drauf. Hört nur, wenn ich fröhlich pfeife. Nicht einmal nicht pfeifen, kann ich. Nicht brüllen, Herr Hans. Putzen Sie wenigstens Tränen. Also, wenn ihr mich fragt, wie wahnsinnig lustigen Geburtstag gibt es morgen nicht. Das ist etwas Lustiges, das ich in meinem Leben noch nie gesehen habe.